Ja, ich hätte mir auch auf jeden Fall ein schöneres Debüt gewünscht. Ja, zum Spiel. Wir sind ganz gut reingekommen, glaube ich. Waren nicht unbedingt zwingend genug, aber mit einem Quäntchen Glück können wir schon in Führung gehen auf jeden Fall. Dann geht es mit 0-0 in die Halbzeit. Nach der Pause, ja, probieren wir eine Schippe draufzulegen, auf jeden Fall aufs 1-0 zu gehen. Kriegen dann ja eine blöde Karte, in meinen Augen auch keine gerechtfertigte. Und ja, dann ist es natürlich schwer mit einem Mann weniger und kriegen das 1-0, haben es danach eigentlich echt ordentlich gemacht, hatten auch noch zwei, drei echt gute Chancen. Und wie gesagt, ich glaube, da fehlt einfach nur das Quäntchen Glück, um da vielleicht das Tor zu schießen. Ja, muss trotzdem sagen, dass die Mannschaft echt nicht aufgegeben hat und gezeigt hat, dass sie auf jeden Fall den Willen hat und gebissen hat. Und ja, das heißt, so schnell wie möglich abhaken und auf das Wochenende fokussieren. Ist natürlich ein komplett anderes Spiel. Ja, klar, man ist ein Mann weniger. Im Prinzip geht es darum, dann gut zu verteidigen, das zweite Tor auf jeden Fall nicht zu kassieren und dann Nadelstiche nach vorne zu setzen, auf jeden Fall. Ich denke, das haben wir auch ganz gut gemacht, hatten wirklich einige Chancen uns herausgespielt und ja, konnten den Ball halt nicht über die Linie drücken. Ja, ist immer schwer nach so einem Spiel, nach einer Niederlage, wo man sich wirklich mehr vorgenommen hat, die ganze Vorbereitung über auf dieses Spiel auch irgendwo hingearbeitet hat, die passenden Worte zu finden. Ja, es tut einfach weh, brutal weh, weil ja, in der Vorbereitung haben wir die Dinge angesprochen, die vielleicht in der Hinserie nicht so gut waren, haben die versucht aufzuarbeiten, haben gezielt im Training versucht, dahingehend alles zu tun, dass es uns so nicht mehr passiert. Ich denke, haben wir auch eigentlich soweit ganz gut hingekriegt, dass wir jetzt nicht in der ersten Halbzeit 3-0 führen müssen und können. Ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass der Gegner auch durch den neuen Trainer eine Art, ja, letzte Chance, Euphorie hatte und ja, war halt klar, dass wir ein bisschen Geduld brauchen. Wir sind dann besser ins Spiel gekommen nach der Anfangsphase, wo wir ein bisschen gebraucht haben. Waren dann im Spiel, hatten dann unsere Chancen. Ja, gehen mit 0-0 in die Kabine, alles gut. Und dann ja, ist es halt so, wie es eigentlich auch die letzte Hinserie schon war. Dann bringt uns eine Aktion wieder ins Hintertreffen und sind wir einmal weniger, heißt nicht, dass wir direkt das Spiel verlieren müssen, aber es macht es halt auch nicht einfacher. Dann kassieren wir auch noch zum unglücklichen Zeitpunkt das 1-0. Trotzdem haben wir dann immer noch die Chance, ein, zwei Chancen, drei Chancen, das Spiel vielleicht dann noch auf unsere Seite zu ziehen oder wenigstens den Ausgleich zu machen erstmal. Klappt auch nicht, so wie es dann natürlich auch ist. Ja, und dann verlierst du einfach 1-0 und das ist einfach extrem bitter, brutal bitter, weil es einfach alles nochmal schwieriger macht und ja, aber es bringt jetzt nichts. Wir haben wieder immer noch 13 Spiele Zeit, um uns zu straffen, was wir auch müssen, jeder Einzelne als Team. Und das fängt an jetzt in der nächsten Trainingswoche und dann auch beim nächsten Spiel in Stuttgart, wo wir eine Reaktion zeigen müssen, in dem Sinne, dass wir einfach Ergebnisse brauchen, ne? Und ja, und dann gucken wir mal nächste Woche. Ja, natürlich glaube ich dran. Ich meine, man sieht jeden Tag, klar, das sagen wir jedes Mal, wenn man keine Ergebnisse liefert, dann sind es auch einfach Floskeln, aber es ist einfach auch die Wahrheit, dass wir es können. In den Vorbereitungsspielen zeigen wir es, im Training zeigen wir es, dann ist halt irgendwie, keine Ahnung, wenn es dann anfängt, wenn es um Punkte geht, dann ist irgendwas. Dann läuft einfach auch manchmal, keine Ahnung, ob es an der letzten Konzentration liegt, ob es vielleicht am Druck liegt, man weiß es ja nicht, kann viele Gründe haben, aber dann kriegst du eine rote Karte, ist wieder eine neue Situation für uns, mit der du dann umgehen musst, ab der 55. Minute und liegst 1-0 zurück, dann ist natürlich alles schwieriger, ne? Aber natürlich glauben wir alle dran. Ich meine, wenn wir nicht dran glauben würden, dann würden wir nicht jeden Tag
würden wir uns nicht jeden Tag treffen und darauf hinarbeiten, dass wir am Wochenende Siege holen. Wir haben es ja schon in der Saison gezeigt. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht gezeigt haben. Nur, wir haben es nicht konstant genug gezeigt. Und da gilt es halt einfach, Punkte zu erarbeiten, Punkte zu erkämpfen. Und dann irgendwann wieder, dass wir uns Punkte auch erspielen können. Dass wir spielen können, ist klar. Aber ich glaube, in der aktuellen Situation wird uns nichts geschenkt. Wir müssen uns halt alles verdienen, erkämpfen, erfighten. Und da gilt es halt einfach, in der Trainingswoche schon damit anzufangen. Und dann am Spieltag aber auch über 90 Minuten das Ding dann zu rocken und zu roppen und einfach mal Punkte wieder einzufahren. Weil das ist das, was uns aktuell am meisten hilft, um aus der Situation rauszukommen, Punkte zu holen.